In diesem Winter sind wir alle dazu angehalten, weniger zu heizen und Gas zu sparen. Es geistert immer wieder durch die Medien, dass ein Smart Home dabei helfen kann. In diesem Video möchte ich genau dieses Thema einmal aufgreifen und euch zeigen, wie das wirklich gelingen kann. Los geht's nach dem Intro. Immer wieder ist in den Medien von sogenannten smarten Thermostaten die Rede. Und genau so eins habe ich jetzt hier vor mir liegen. Wenn ich von Smart Home spreche in meinen YouTube-Videos, dann immer in Kombination mit der Software Home Assistant. Home Assistant kann viele Smart Home-Geräte kombinieren und abhängig voneinander schalten. Der Vorteil ist, dass ich damit auch verschiedene Technologien wie WLAN, Zigbee und DECT kombinieren kann. Ich bin also nicht auf einen Hersteller angewiesen, sondern kann fröhlich die günstigen und guten Module der verschiedenen Hersteller miteinander kombinieren. Und angefangen habe ich tatsächlich mit einem Thermostat von AVM. Bei AVM wird die DECT-Funktechnologie verwendet, das kennt man von den Telefonen und dort habe ich dann also auch dieses smarte Thermostat benutzt. Das Thermostat hat aber so einige Probleme, auf die gehe ich kurz ein und präsentiere dafür auch eine Lösung. Also erstmal generell gesprochen, was möchte ich mit so einem Thermostat erreichen? Naja, ich möchte zum Beispiel Zeitpläne definieren. Ich kann also dafür sorgen, dass nur geheizt wird, wenn Personen sich im Haushalt auch aufhalten und eben nicht geheizt wird, wenn sich keine Personen im Haushalt aufhalten. Die Nachtabschaltung macht meines Erachtens wenig Sinn, da meiner Erfahrung nach nachts sowieso die Heizungen runtergefahren werden, also die Zentralheizungen, und der Effekt dann nicht mehr so groß ist, wenn ich dann hier oben noch das Ganze abregle. So gut wie jede Smart Home Lösung bietet die Möglichkeit, Zeitpläne zu erstellen. Das kann ich entweder auf der Fritzbox recht komfortabel tun oder halt bei mir in Home Assistant. So kann ich die Heizperioden genau an mein Nutzungsverhalten anpassen. Und das kann durchaus Energie sparen. Ein Riesenfaktor, wie ich finde, ist aber auch das Lüften. Zum Beispiel bei mir im Bad. Jedes Mal, wenn einer geduscht hat, dann wird gelüftet. Und zwar Stoßlüften, also nur für eine kurze Zeit. Jetzt bieten diese Smart Home Thermostate eine sogenannte Fensterauferkennung an. Die funktioniert so, dass sie einen rapiden Temperaturabfall registriert und dann anfängt, die Heizung zu stoppen. Die haben aber verschiedene Probleme. Zum einen dauert es natürlich, bis das Thermostat registriert, dass gelüftet wird. Und meistens funktioniert das je nach Position des Thermostats auch nicht wirklich gut. Bei mir mit dem AVM-Gerät hat das in keiner Einstellung wirklich zuverlässig funktioniert. Dafür gibt es aber wiederum auch eine Lösung, nämlich einen Fensterkontakt. Dieser kann erkennen, wenn das Fenster geöffnet wurde. Das Gerät von Fritz hatte allerdings das Problem, dass es nur alle Viertelstunde einen Steuerbefehl empfängt. Und so war das Stoßlüften bei mir schon vorbei, bis der die Info bekommen hat, dass das Fenster offen ist. Das war also nicht praktikabel. Deshalb habe ich das Fritz-Thermostat mit einem Thermostat von der Marke Mose ersetzt. Die Marke Mose gibt es auf Amazon. Ihr bekommt natürlich meinen Affiliate-Link wie immer in der Videobeschreibung. Allerdings will ich auch dazu sagen, wenn ihr mal auf die Verpackung hier schaut, da steht nur Tuya drauf. Auf der Verpackung ist von Mose gar nichts zu sehen. Das ist eigentlich sogar ein Vorteil, denn wenn ich Tuya-Geräte kaufe, habe ich in der Regel den Vorteil, dass es hier eine hohe Kompatibilität gibt. Also ich benutze Home Assistant mit der Combi 2 und ich kann sagen, damit ist es wunderbar kompatibel. Die Montage ist relativ simpel, die gestaltet sich ähnlich wie bei dem AVM-Gerät. Man bekommt drei Adapter mitgeliefert, bei mir hat ja einer von den dreien gepasst. Der wird einfach festgeschraubt an der Heizung und darauf wird dann das Thermostat aufgesetzt. Das Thermostat fängt dann an, sich zu kalibrieren, also es schaut einfach, was die minimale und maximale Öffnung der Heizung ist und weiß ab dann, wie es halt heizen kann. Das Design an sich finde ich deutlich schöner als das von AVM, hat aber natürlich den kleinen Nachteil, dass ich kein Display habe. Also ich sehe nicht, auf was die Heizung gerade eingestellt ist. Dazu muss ich es kurz antippen, dann leuchten die LEDs auf und dann kann ich sehen, ja, auf was gerade eingestellt ist und ob es heizt oder nicht heizt. Das kann man jetzt als Nachteil empfinden, macht aber natürlich das Design ein bisschen schöner und es ist einfach nur ein weißer Bubble, der da hängt.
Natürlich bei allen anderen Varianten, wie zum Beispiel dem AVM-Gerät, habe ich halt ein Display, wo ich direkt sehe, auf was es eingestellt ist. Und wenn ich ein analoges Thermostat habe, dann sehe ich ja auch, auf welche Nummer es gestellt ist. Nach der Installation an der Heizung habe ich jetzt also das Thermostat ganz klassisch mit meinem Zigbee-Gateway gekoppelt. Dazu kann ich in Home Assistant oder in der Home Assistant-App einfach nach Zigbee-Geräten suchen und starte dann den Pairing-Vorgang direkt am Thermostat. Damit die Integration in Home Assistant besser funktioniert, kann man noch ein zusätzliches, nein nicht Add-on, das darf ich nicht sagen, das ist kein Add-on, sondern eine zusätzliche Integration verwenden, die nennt sich Better Thermostat oder Better Thermostat, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich mit dieser App das schon hinzugefügte Gerät quasi nochmal hinzufügen und kann jetzt aber diesem Gerät spezifisch einen Fensterkontakt und einen weiteren Temperatursensor zuordnen. Warum ein weiterer Temperatursensor? Naja, wenn ich die Temperatur direkt an der Heizung messe, bekomme ich halt ja, potenziell falsche Werte heraus. Ich kann zwar ein Offset einstellen, aber trotzdem sind ja die Werte, die da geliefert werden, Quatsch. Also wenn die Ausgangswerte schon Quatsch sind, wird es mit dem Offset in der Regel nur minimal besser. Also natürlich bringt das was, aber es ist immer besser, irgendwo anders im Raum nochmal irgendeinen Temperatursensor stehen zu haben. Und von daher ist das gar nicht so falsch, den daran zu koppeln. Der Vorteil bei mir ist jetzt zum Beispiel, dass der Fenstersensor selbst einen Temperatursensor auch nochmal intus hat. Also ich brauche gar nicht nochmal einen extra Sensor. Und ich habe auch im Bad einen Bewegungsmelder und auch der kann nochmal eine Temperatur liefern. Also bei mir mangelt es überhaupt nicht an diesen externen Temperatursensoren. Was ich etwas kurios finde, ist aber, dass man das machen muss. Also das ist ein Pflichtfeld und ich kann nicht das Thermostat selbst als Sensor hier eintragen. Das finde ich etwas kurios, weil wenn man jetzt keinen extra Sensor hat und keinen kaufen möchte, ja, wäre das doch schön gewesen, wenn das auch funktioniert hätte. Nichtsdestotrotz, ich muss jetzt erstmal gar nichts mehr einstellen. Also ich kann jetzt direkt das Fenster öffnen und wenn der Fenstersensor diesem Thermostat zugeordnet ist, dann schaltet sich das sofort ab. Instant. Kann ich auf der App direkt sehen. Also wirklich sehr gut gelöst. Und wenn ich es wieder schließe, dann wird quasi der Zustand von vorher wiederhergestellt. Ich kann nur sagen, mit diesem Gerät habe ich jetzt erstmal mein Ziel erreicht. Ich kann jetzt zu den Nachteilen ehrlich gesagt noch gar nichts so großartig sagen. Ich würde damit jetzt halt Zeitpläne definieren, wann geheizt wird, wann nicht geheizt wird. Es hat ja natürlich auch noch manuelle Einstellungen, also ich kann das Drehrad bewegen und kann bestimmte Dinge darauf einstellen. Das heißt, ich kann in benutzerdefinierten Modus gehen und mir eine Temperatur direkt am Gerät einstellen. Ja, oder ich kann halt den Eco-Modus nutzen. Es gibt auch eine Kindersicherung. Auch das kann ich dann mit der App zum Beispiel steuern. Beworben wird das Ganze mit einer Batterielaufzeit von 1,5 Jahren. Es sind leider keine Batterien mitgeliefert und ist natürlich auch immer abhängig von den benutzten Batterien. Und da ich sie jetzt erst in Betrieb genommen habe, kann ich selbst zur Batterielaufzeit nichts sagen. Bisher kann ich nur sagen, dass es meinen Anwendungszweck auf jeden Fall erfüllt. Ich kann mit Home Assistant Heizpläne erstellen und ich kann natürlich auch meinen geliebten Fenstersensor endlich mal zum Einsatz bringen. Und mit diesen Zusatz-Add-ons wie Better Thermostat kann ich das noch besser tun und muss nicht mal hier manuell irgendwelche Automationen einstellen. An dieser Stelle danke ich dir fürs Zuschauen und schreib mir doch mal in die Kommentare, ob du auch ein Smart Home zu Hause hast und auf welche Hürden du gestoßen bist und wie du die gelöst hast. Mich würde auch mal deine Meinung zu dem Thema Heizen interessieren, denn diese Thermostate sind schon ganz schön teuer und man muss halt erstmal, ich glaube 50 € kosten solche Thermostate. Man muss das ja erstmal wieder einsparen, damit sich das ganze Thermostat lohnt. Auch wenn die Heizkosten steigen, bin ich mir nicht sicher, ob sich das Ganze lohnt. Aber da könnt ihr ja gerne mal kommentieren, was da eure Meinung oder auch eure Erfahrung dazu ist.